Gut, nehmen wir uns ein paar Vorschützer. Gut, machen wir ganz leicht zum Warmmachen. Nur nochmal stehen voreinander, beide links, links. Einfach nur stehen. Stehen, machen langen Schritt nach vorne. Gewicht, lang, Jakub. Hup, und raus. Nur aus der Bewegung. Hup, raus. Nur lang, raus. Oben Arm lassen. Hup, raus. Lang, hup, raus. Zum Warm werden, okay? Ganz locker, selbstständig, Hajime. Immer im Wechsel, ja. Okay, Auflagewechsel. Eine Seite und nochmal. Herr Jimmy. Nur zum Warmwerden. Okay, yummy. Einmal rechts rum. Partnerwechsel. Das gleiche nochmal. Links vorne. Und nochmal. Halt, Jimmy. Na, schön lange Techniken. Eine Deckung kannst du mal oben lassen. Einmal ganz kurz einen Kreis. Ich will den Jakob nochmal vormachen. In Zeitlupe oder so langsam, wie wir ihn aufbauen könnten. Stehen. Nach vorne, Kamai nach vorne, Gewicht bleibt, wo es ist, wir setzen das vordere Bein, dass wir in die Distanz reinkommen, drücken uns von hinten ab, nach vorne, dann drehen wir die Hüfte rein, bumm, Jakku sitzt, wieder raus, hopp, hopp, raus, schön lang, stehen, hopp, hopp, raus, hopp, Hüfte, raus, okay? Okay, ei, wir haben hier kurz was trinken, kurze Pause. Steves Stärke zeichnet sich dadurch aus, dass er viele Einzelkorrekturen gibt, sehr genau arbeitet. Er macht ein gutes Bewegungsvorbild, kann sich viel abgucken und das überträgt sich einfach auch auf die Gruppe, sodass man wirklich gerne im Training ist und hart an sich arbeiten kann und auch wirklich merkt, dass die Verbesserungen und seine Art zu unterrichten einem wirklich viel mitgibt. Gut, alle ein bisschen aufgewärmt? Okay, super. Fangen wir an. Machen wir erste Sache so ein bisschen leicht. Lang Jakku. Upp, drin. Hüfte rein, oben Deckung halten. Jetzt gehe ich nur raus mit meinem Körpergewicht. Drehte, geh weg. Nochmal. Körper rein. Körper raus. Wie ich löse. Wie eine Bewegung. Eins, zwei. Pendel geht rein. Pendel raus, gleichzeitig mein Oshi. Mein Oshi. Okay, Hajime. Eine kurze Pause, kurz durch die Hand einmal trinken. Steve hat sehr viel Erfahrung, was insbesondere das Kämpfen angeht. Also hat ja lange im Wettkampf Kumite gemacht, hat entsprechend viel Erfahrung und gibt den Erfahrungsschatz auch an uns weiter. Und da kann man ja nur von profitieren. Machen wir nochmal eine Kombi. Beide mal spiegelbildlich voreinander. Versuchen einfach mal einen Punkt zu setzen. Den vorderen Arm erstmal kontrollieren, dass wir den Jakku ansteppen. Oben lassen. Er zieht runter. Von hier schlagen. Wenn ich zurückziehe, setze ich das Bein. Nehmen wir mal langsam. Stehen. Ich mache jetzt eine Folgetechnik noch dran. Erster Step. Jakku, er hat ihn geblockt. Von oben durchgehen. Drangehen, wie ich zurückziehe, mit der Hüfte, Pup, Punkt, ja. Noch einmal langsam, okay. Wir machen aber jetzt nur für den Anfang nur den Kitsame zu punkten. Genau.
genau, schön seitlich vorbeigehen am Gegner. Jeder noch einen Angriff? Okay, Ayame. Pause, kurz was, relax, kurz was trinken, wenn man möchte. Nicole, ist okay. Was mir auch gefällt, ist die allgemeine Atmosphäre. Steve ist keine Autorität im Sinne von, dass er das raushängen lässt, aber er hat eine natürliche Ausstrahlung, die einen einfach auch anspornt. Also, er macht die Techniken auch super vor und hat die nötige Ernsthaftigkeit, die nötige Ausstrahlung, dass man das Training auch selber wirklich ernst nimmt und wirklich alles aus sich rausholt. Gut, noch eine andere Technik, nochmal ganz leicht. Auch nur, beide stehen links. Nur mal Oshirogeri. Und zwar machen wir das so. Mach langsam. Einmal die Möglichkeit auf der Stelle. Gedreht, hochgezogen und jetzt den Suryash in den Sprung. Pupp, rein. Also nochmal langsam. Wir drehen. Und Distanz kommt jetzt, wenn ich trete. Rein. Also schnell drehen, Distanz bringen beim Tritt. Zweite Form, freie Wahl, wie ihr Lust habt. Ihr macht die mit einem Step nach vorne gleich, um Distanz zu bringen. Okay? Also machen nur Shiro als Angriff. Direkt Step nach vorne. Kann ein bisschen zurückgehen, ne, Musa. Das andere ist, auf der Stelle drehen, bumm, und dann treten mit dem Suryash. Okay, machen wir Partner im Wechsel, ganz leicht. Nur mal schnell Ushiro. Als Überraschungsangriff, als Konter, wenn andere vorwärts kommt. Üben wir mal. Hi, locker, Hajime. Isaba. Eng drehen, ganz schnell und Ishaba! Ne, versucht unten geschlossen das Bein zu halten. Eng am Standbein vorbeiführen. Ishaba! 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 Komm, nur Shiro, kann er kommen? Ich habe! Mal Seitenwechsel, Auslagewechsel und nochmal. Komm, hier noch zwei Stück mit Kai. Unser Zusammenhalt hier im Team ist sehr gut, denke ich. Wir verstehen uns gut und trainieren effektiv miteinander zusammen. Also im Prinzip nicht gegeneinander, sondern wir trainieren miteinander. Alle fit? Geht noch? Gut. Einmal machen wir nochmal eine Kombi. Spiegelbild nicht voreinander. Wieder. Aufbau ist unser Yakutsuki. Setzen das Bein außen. Lange Technik. Bumm. Yaku. Jetzt gehe ich raus, wenn ich zurückziehe, fege ich ihn mit dem vollen Bein. Oder Uraken. Stehen, vorne wegnehmen, um lang. Geh raus, fegen. Uraken. Step nach vorne, vorderen Arm kontrollieren. Ja, guck, Gewicht nach vorne, richtig rein. Entlasse das vordere Bein mit dem Rausziehen, Ashi. Step, Yaku. Okay, machen wir langsam. Man muss eigentlich schnell und flockig gehen, Jungs. Meine Damen. Isaba. Ne, rein, raus, rein. Isaba. Yeah.
Ja, schön Gewicht nach vorne, drück, bam, raus, pap, bam, Uraken. Okay, und Auslage mal wechseln. Andere Auslage. Lange Akku, bam. Geh raus, nicht stehen an mir. Immer noch, bam, weg. Und dann nach vorne, Alex. Oh, weg, genau, ja. Genau das. Weg, zieh mich weg. Stehen, bam, hier, weg. Benutzt den Körper rein, raus. Genau. Körpergewicht rein, bam, wegziehen. Bam, nach vorne. Komm. Genau. Okay, Hayami. Kurze Pause, ich mache noch mal kurz was vor. Beide stehen wir spiegelig voneinander. Worauf achten wir? Yaku, Druck nach vorne, Bein nach vorne, bumm, Druck rein. Jetzt muss ich den Körper wegnehmen und dann fege ich ihn. Nicht hier stehen bleiben und fegen. Bam, bam oder Yaku. Also nochmal langsam. Rein, bam, raus. Rein. Okay? Ja, kurz Pause. Mir ist warm. An Steve gefällt mir besonders auch, dass er viel Erfahrung mit sich bringt und mit uns viel Kumite-Techniken macht, die langsam aufbaut, sodass jeder auch seine Techniken verbessern kann. Und man merkt dann einfach, wenn man auf Wettkämpfen ist, mal das ausprobiert, was Steve so im Training mit uns macht, dass es wirklich funktioniert, dass es Spaß macht und man freut sich, wenn man was umsetzen kann und merkt, es funktioniert wirklich auch auf Turnieren. Stehen beide spiegelbildlich voneinander? Spiegelbildlich? Spiegelbildlich doch. Einfach nur mal so zum Üben. An den Gegner schnell reinkommen und ihn werfen zum Boden. Ne? Haben wir auch gemacht langsam. Wir stehen, ziehen das Bein hoch. Ihn abzulenken. Hoch, gehe ganz schnell rein, an ihn dran, werfe ihn. Yaku. Punkt. Nur mal zum Üben. Als eine Möglichkeit anzuwenden. Stehen, hochziehen, plump, dran. Wegschubsen über das eigene Bein, durch den Schwung und Yaku unten, Hüfte nach unten setzen. Mal langsam. Er weiß nicht, was kommt. Ziehe einfach hoch. Von hier gehe ich einfach in ihn rein, hinteres Bein oder vorderes Bein. Hängt ab, wie schnell ich bin, wie lang. Plump. Hier schubse ich ihn, hiermit fege ich ihn. Yaku, Hüfte nach unten, hochziehen, fertig. Üben wir. Mal einfach probieren zum Ansetzen. Genau, und kontrollieren den Arm. Mit deiner linken Hand kontrollierst du den anderen Arm und Yaku gibst du ihn. Ne, Knie hoch, Katrin, dran. Jetzt schiebst du und fegst mit dem Bein. Hältst den Arm fest, deinen Arm. Ja, genau, mit der Yaku. Und Hüfte? Hüfte musst du auch bringen. Immer runtergehen, ne? Hüfte. Kann man schön Kraft reinbringen mit dem Absenken des Körpers und Hüfte, bupp. Okay, quäl ihn. Genau. Und den Arm hältst du mit deiner linken Hand fest. Seine kontrollierst du schön. Ne? Bupp, dran. Genau, mit links kontrollierst du ihren Arm und bab. Genau. Bein noch ziehen. Bein, ja, Bein wird geschoben. Mal ganz kurz, Yame. Nochmal kurz, einmal drehen bitte. Ganz kurz nochmal vormachen. Nicht nur, ihr müsst aktiv fegen. Dran gehen, der Feger ist aktiv, Bein, mein Becken schiebt in meine Rückseite nach dorsal und ventral nach vorne drücke ich ihn weg. Bewegung. Ne? An ihn ansetzen, nah dran und hopp. Dann könnt ihr auch einen schwereren Gegner leichter fegen. Und achtet eng am Körper dran zu sein. Ne? Schön eng, Hüfte an Hüfte.
Und nochmal Hajime. Am meisten Spaß macht mir im Training, das Training an sich, mit der Gruppe zu trainieren, mit den anderen Jungs und Mädels hier zu sein, danach wirklich zu wissen, ich habe an mir gearbeitet, ich habe geschwitzt und fühle mich danach einfach gut und ich kann in allen Bereichen, ob Kion, ob Kata, ob Kumite, hier wirklich viel draus mitnehmen und mich verbessern und ja, es ist einfach schön, mit den anderen zusammen zu trainieren und Teil der Gruppe zu sein. Okay, machen wir nochmal ganz locker, beide links, links. Schnelle Technik, aber als Überraschung unten hinziehen, wie ob wir fegen wollen oder ein Uramawashi, machen Mawashi. Hopp, locker stehen, vor ihnen nur. Hopp, hopp. Ganz schnell sein, unten hin. Hopp, hopp. Stehen. Hopp. Okay, einmal ganz schnell angetäuscht, Bein nach vorne auf dem Ura kommt oder unten absetzen zum Fegen, was wir vorhin gemacht haben und ziehen Mawashi hoch. Okay, hi, Hajime. Ne, um den Arm wegzuziehen, ist er. Schau. Ist er. Ist er. Hey, Sir! Sir! Hey! Und schön schnell, komm, Hajime! Hey, Sir! Yeah! Sehr schön! Ja! Hey, Sir! Hey! Yeah! Hey, Sir! Hey! Hey, Sir! Hey! Komm hier noch ein Stück! Yeah! Hey, Sir! Ayami! Kurze Pause. So, machen wir noch was zum Schluss, ein kleines Spielchen. Haben wir gemacht vor dem Wettkampf. Wie besiegen wir die Angst, was getroffen zu werden? Ne? Machen einen Kreis und wir nehmen die Dame in die Mitte und wir prügeln alle die Dame. Kennen wir doch, ne? Ne, ihr kennt das, wie wir das machen, locker. Katrin reagiert, schlägt. Dame ist die Schlimmste. Dame ist die Schlimmste, deswegen nehmen wir sie ja auch. Katrin ist wie eine Katze. Eine Raubkatze. Okay, machen wir einen Kreis. Kontrolliert. Und Hajime. Ja! Ja! Hupp, hupp. Ja! Hupp. Hupp. Genau. Anek, genau. Anders geht's nicht. Okay, Hayami. Das müssen wir nicht, das nehmen wir raus, nur wir machen das jetzt richtig. Wir machen das richtig. Katrin schlägt um sich. Gut. Janik, gehst du in die Mitte? Okay. Sauber. Hajime. Ja. Genau, komm. Ja. 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 Schön, Janik. Sir. Ja. Sir. Sir. Ja. Ja. Sir. Isaba! Okay, Ayame. Was ist das? Ne, ich halte mich zurück, weil ich das Mikrofon hinten dran habe. Ist eine coole Sache. Malte? Ne, einfach versuchen, wenn du was einsteckst, die anderen kontrolliert. Weitermachen. Okay. Hey, Kamai alle? Und Hajime. Sir! Schau! Isaba! Schau, komm mal her! Warte um dich! Kämpf! Hopp, hopp! Kamal, keine Angst! Hopp! Genau so, kämpf! Genau so! Sir! Sir! Genau so, Yame, super! Sehr schön, Malte, perfekt! Sehr gut gemacht! Ne? Okay, ey, reicht für heute! Oh. Genug Training, bisschen Spaß, bisschen geschwitzt haben wir. Bis nächstes Mal. Super gemacht. Auch gut gemacht. Ja.
Alles schön. Sehr gut, Katrin. Katze. Gut. Und falls ihr euch das angeguckt habt, um herzukommen, die Leute sind alle total nett. Und ich habe 10 Jahre kein Karate gemacht. Aber man ist trotzdem gut aufgehoben. Also man nicht verwirren lassen von den ganzen Schwarzgurten. Die haben mich wieder hochgepäppelt, also kommt trotzdem. Alles klar, wir sehen uns.